Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Night of the Dead. Mittlerweile hat es einige Updates gegeben, soweit ich weiß, an den Fallen, aber auch neue Mechaniken wie Mining-Gerätschaften, die einem mehr Material bescheren. Wir gucken einfach mal rein. Eigentlich hatte ich für die Folge eine Loot-Tour in der Stadt geplant. So, jetzt zeigt ihr mir, wie immer hier in der Alpha, wenn es Updates gegeben hat. Save Game aus einer anderen Version kann zu Fehlern kommen. Machen wir aber trotzdem, weil ganz von vorne anfangen mag ich in der Tat nicht. Ja, hier mal wieder unsere Protagonistin, die auf einer Insel erwacht ist, von der wir storymäßig entkommen sollen, aber nicht müssen. Und mal gucken, wo uns das Ganze noch hinführt. Jetzt hoffe ich erstmal, dass der Spielstand noch kompatibel ist. Schaut ganz gut aus. Ihr endet, wenn wir nämlich nach der letzten Hordenacht, wenn man so oder ja, wenn man so sagen mag, weiß ehrlich gesagt schon nicht mehr ganz genau, wie es funktioniert. No, das kriegen wir irgendwie hin. So, jetzt will ich auch mal gucken. So, Handmade, Holzfäller. Wie war das hier nochmal? Ich muss mal an der Werkbank und bei den Forschungsbereichen mal gucken, ob wir hier unsere Mining-Geräte bereits bauen können. Oder was auch sonst immer dazugekommen ist. So, was können wir hier craften? Benzin. Hier ist noch mittlerweile Need Upgrade. Das kann man nicht machen. Maintenance Kit. Maschinen reparieren am Crafting Table. So, wie sieht es denn hier beim Forschungsbaum aus? Novice Boxer, Forest Worker, Junior Builder, Novice Scavenger. So, mehr Inventarplätze. Acquired 50, 22 habe ich noch. Zusätzlicher Schaden an Zombies. Animal Hunter. Da fehlt mir noch einiges an Forschungspunkten. Natural Human. Mal, das haben wir schon. Das haben wir noch nicht. 22 von 25. Jo, da kann ich momentan erstmal nichts weitermachen. So, schauen wir mal, ob wir hier hinten noch irgendwelche Neuerungen drin haben. So, Kupferbahn, Zement, Ziegel. Können wir augenscheinlich unsere Basis noch besser aufwerten. Aber ganz zuversichtlich, dass so wie die Basis momentan ausschaut, wir auf jeden Fall noch eine Nacht überstehen werden. So, Lebensmitteltasche, Munitionstasche, Messer, Bogen. Katapultbombe, Katapultstein, Dynamit, Wurfball, Wurfmesser. So, aber war das denn nochmal mit den Fallen? Handmade. Konnte ich denn nicht die Fallen auch in der Hosentasche irgendwie bauen? So, die Fallenmaschine brauche ich dafür, das ist klar. Und das nötige Material. So, ich kann auch Sachen wieder auseinanderbauen, um das Material zurückzugewinnen. Das ist auch okay. Okay, ich will euch nicht damit behelligen, während ich mich hier umgucke, wo wir die neuen Gegenstände finden. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut an der Stelle. So, kurz nachdem ich Pause gedrückt habe, habe ich es gefunden im Baumenü. Da gehen wir jetzt einfach mal durch, was wir hier Neues finden. Okay. Floor, da hat sich nichts geändert. Bei den Wänden auch nicht. Treppen, Zäune. So, Ausrüstung. Ausrüstungsfertigungstisch, Crafting. Hat sich auch nichts geändert. Kochen. Utility. Ah, guck mal.
Die Quarrying Machine. So, die kann offensichtlich Stein extrahieren. Brauche ich aber einen ganzen Mengen Zeug dazu, nämlich Eisenbarren, eine Sicherung, Gummiring, Batterien. Also das geht schon ein bisschen mal in die Elektro-Richtung. Schön, dass sie das Spiel in diese Richtung erweitern. So, die Mining Machine. Okay, die kann Erz beschaffen, aber ich brauche überall Batterien. Wüsste ich jetzt nicht, wo ich die herstellen kann. Ich nehme an, da muss ich mit der Forschung. Hier Platinen brauche ich dafür. So, Oil Pumping Machine. Man sieht das schon aus hier wie in Texas. Motor. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Motor und Engine? Achso, Engine, das ist sowas ähnliches wie dieser Fallenkern, den man bauen kann. Wahrscheinlich braucht man das für alle Maschinen als Basis. Davon habe ich so rein gar nichts. So, wie sieht es denn mit Pfeilen aus? Ich mache nochmal Pfeile. So, wie ging das nochmal mit dem Pfeilschießen? Okay, so war das. Würde ich tatsächlich sagen. So, wir haben hier das Messer, wir haben die Axt. Gucken, ob ich hier noch irgendwas in die Kiste legen kann. So, Baumstamm. Warte mal. Was brauche ich nochmal für die Pfeile? Für die Pfeile brauche ich Steine und Äste. Behalte ich nämlich mal Steine und Äste, obwohl ich kann ja hier gar nichts ins Inventar legen, also in die Kiste legen, weil Kiste ist komplett voll. Gut, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht doch eine Looting-Folge draus. So, auf der Karte kann ich ja zumindest, seit ich die Flagge aufgestellt habe, sehen, wo es wieder nach Hause geht. Ein bisschen Angst, was das Looting angeht, ehrlich gesagt. Was da so in den Gebäuden abgehen könnte. Warte mal, habe ich da auch Licht irgendwo? Licht. Oh, shit! Geht's schon los hier. Auf jeden Fall mal bessere Waffen her. Himmel. So, take all. Wo ist die Dame des Hauses hingefallen? Geht schon gut los hier. Die nächste Quest wäre tatsächlich eine Cutterfalle herzustellen. Warte mal, Äste brauche ich für Pfeile. Komme ich, glaube ich, wenn ich diese kleinen Dinger hier wegholze, nicht wahr? Na, schade, dass ich die Zombie-Dame nicht mehr wiederfinde. Da sind mir natürlich einige Pfeile verloren gegangen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Also ich brauche auf jeden Fall eine ganze Menge. Da halbwegs sicher looten gehen zu können. So, Pilze und so ein Kram, das können wir ja zum Korn gebrauchen. Weiße Pilze zusammen mit anderen Pilzen. So, wie komme ich denn wieder auf die Straße? Aber die habe ich auch wirklich nicht gehört, ne? Erst als sie mich angeknabbert haben.
Ranken, Äste. Ich mache mir mein Inventar schon ohne Looting voll. Aber schön, dass das Spiel laufend weiterentwickelt wird. Es ist und bleibt aber nach wie vor ein Survival-Tower-Defense-Spiel. Zumindest nach meinen persönlichen Beobachtungen. Ja, könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Gehst du kaputt? Super, wenn ich irgendwo mal stärkere Waffen finden würde. So, zumindest wird es jetzt hell. Und das ist schön. So, hier ist die Straße. Geht aber hier in der Richtung nicht weiter. Dann laufe ich die Straße einfach mal. Da folge ich der Straße mal in die andere Richtung. Dann heißt es vorsichtig sein. Nach Möglichkeit. Ich denke, gerade im Multiplayer kann man hier gut einen reißen. Habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Es gibt mittlerweile auch dedicated Server, die man mieten kann, wenn man möchte. Offizielle Server habe ich jetzt noch keine gefunden. Habe aber auch die letzten Tage noch nicht mehr danach schaut, wenn man sich das dann so ein bisschen aufteilt. Ein paar gehen looten, ein paar bauen die Basis weiter aus. Weiß jetzt nur auch nicht, ob es dann schwieriger wird, wenn man mit mehreren Spielern ist oder was man da genau für Einstellungsmöglichkeiten haben wird. Aber uninteressant ist das sicher nicht. Was ich mir nur schwierig vorstelle, ist, wenn man so einen Server hat und man spielt eine Weile nicht und die anderen Leute spielen weiter und die Serverzeit läuft weiter, ob man das dann noch wird wieder aufholen können. Wenn es jemand weiß, freue ich mich da sehr über eine Information. Da kommen die ersten Häuser. Das hilft ja alles nichts, ne? Ich muss mich ja irgendwann mal rantrauen an die Gebäude. Bleib hier einfach gehockt, bis das Loot zu mir kommt. Da hinten bewegen sich welche. Was, Licht aus? Nee, Licht aus sehe ich nicht genug. Ist noch nicht hell genug. Bin ein Held, oder? Sagt's ruhig. Da läuft auch noch einer rum. Die bleiben halt auch nicht immer auf ihren Positionen. Ich mich jetzt auch nicht irgendwo. Überraschen lassen oder in so einer kleinen Kammer. Wo ich mir auch noch nicht sicher bin, ist, dass Schleichen überhaupt etwas nützt. Hier irgendwie rein, vielleicht mit der Axt. Jeden Fall habe ich jetzt mal ordentlich Krach gemacht. Drin sind auch Zombies in dem Haus. Ich glaube, da kommen wir nicht rein.
Geräuschkulisse, ne? Natürlich jederzeit könnte einer hinter mir stehen. Drin war auf jeden Fall jemand, da ist jemand. Jetzt getroffen durchs Fenster. Das hört sich so an. Sicher bin ich mir da aber nicht. Jetzt werden sie wild. Versuchen durchzubrechen. Da kommt noch einer. Oh Mann. Komm schon. So, die hampeln immer noch darum und versuchen aus dem Haus rauszukommen. Die glitscht ein bisschen durch. Ich glaube, ich kann ihn treffen. Sind auch welche, die möchte ich ungern anlocken. Ist noch einer. Und irgendwo eine Ente. Das wäre wirklich gut, wenn ich die von außen erledigen könnte. Hier ist noch so ein Stromhäuschen. Da hinten sind noch mehr Zombies. Der ist tot. Verdammte Enten. Jetzt wird er wild.
wie die wild werden. Okay, ich hab's ja wohl erledigt. So, wie viele Pfeile habe ich noch? Die Tür natürlich nicht reparieren. Würde mal meinen, ich habe sie jetzt alle. Oh ne, geht auch oben. War noch einer. Himmel. Muss ja ganz schön anstrengen, um hier nur mal so ein kleines Gebäude mal reinschauen zu können. Ist keiner mehr. Wie sieht's hier aus? Hier drin ist keiner mehr. Mache ich die Tür zu, falls einer von außen kommt. Und wir hoffen, dass das eine gute Idee war. Ich kann hier auch reparieren, also ich könnte so eine Nacht vielleicht tatsächlich auch mal in einem Haus verbringen. So, mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Holzbrett und Holz. Nagel. Holzbrett, Holz und Nagel. Für die Viecher überall. So, Feind. Ach, guck mal. Bearbeiteter Stein, Forschungsmaterial, Energieriegel, Schießpulver, Öl. Gewehrpatrone. Das war schon mal nicht schlecht. Eine Waffe wäre mir allerdings deutlich lieber gewesen. Holzbrett, Nagel. Was hier? Take all. Eine gepolsterte Weste. So, warte mal. Was kann die denn, die gepolsterte Weste? Sehe ich nicht. Kann ich anziehen. Bomberjacke. Okay. Wie Pfeile habe ich denn noch? 20. So, bauen wir nochmal. Welche haben wir? 30? Ich glaube, das ist alles, was es hier in der Hütte zu finden gibt. Ah, doch nicht. Da ist noch was. Sieht aus wie eine Munitionskiste. Wenn ich raten müsste. Ha, Gewehrpatronen. Da fehlt mir nur noch das Gewehr dazu. So, reparieren werde ich diese Hütte ganz gewiss nicht. Aber wieder zumachen. Damit sich da keine neuen Zombies ansiedeln. Bleib du mal da, wo du bist. Ich denke, wir machen dann... Boah, das sind aber viele. Schaffe ich die?
leicht aus der Deckung raus. Drin scheint es aber auch nichts zum Looten zu geben. Und wo kam ich denn? So sieht das aus, als ob es da irgendwas drin gäbe, was man brauchen kann. So sieht das nicht aus. So, ich glaube, dann lasse ich die mal lieber aus. Schau lieber mal, ob wir im Städtchen noch irgendwas finden. Kommen ja noch diverse Gebäude, aber auch größere. Wie gesagt, ich fühle mich da offen gesagt nicht besonders gut gerüstet. Sammle ich lieber noch ein bisschen Pilze. Na, er hat mich gesehen. Weiß zwar nicht warum auf die Entfernung. Das ist aber gerade so gut gegangen. Mad Eagle Joe hätte seine wahre Freude hier. Egal, habe ich jetzt Ruhe? Oder mal gucken, was passiert, wenn ich den ausmessere. Oh, hier, so ein Stripper-Zombie. Zumindest mit Netzstrümpfen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal ausprobiert habe. Sicher gehen, dass er auf jeden Fall tot ist. Okay. Der halbe Tag ist fast schon wieder rum. Eine Pfeile habe ich noch. Okay. So, jetzt schalte ich aber mal das Licht aus. Bin mir nicht sicher, ob mich das verrät, dass es eingeschaltet ist. Schön alles mitnehmen hier. Ja, schon wieder irgendwo was. Aber wo? Aber wo? Vielleicht in diesem Gebäude. Ich bin jetzt erschrocken wegen den Ästen. Ich werde hier nochmal ein paar von den Steinen abbauen, aber
hat so ein bisschen eine andere Form, da könnte anderes Material drin sein. Du nicht überfallen werden. Komm, egal. Jetzt wieder gleich auf den Weg wieder. Jetzt habe ich noch im Inventar. Naja. Ich würde mal vermuten, da hinten ist irgendein Tier auf der Straße. Was wie ein Fuchs ein bisschen von hier. Also ich würde mal vermuten, das Geräusch kommt entweder von dem Tier auf der Straße oder aus dem Gebäude. Da werde ich mich gleich mal umschauen. Allerdings dann erst in der kommenden Folge Lootur Teil 2. Und da sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.